Und die Michaela ist auch so zahm. Ich verstehe das gar nicht. Du kommst aus einer Wirtsfamilie. Also, da ist man doch nicht zimperlich mit so Typen, die ihre Grenzen nicht kennen. Im Ernst? Markus, Michaela, wenn die Staatskanzlei ein Wirtshaus wäre, was tut man dann, bevor einer im Rausch die Stimmung zum Kippen bringt? Genau, man spielt einen Rausschmeißer. Den Rausschmeißer spielen, das hat sich der Markus aber nicht getraut. Stattdessen buhlen Hubert und Michaela jetzt um die Gunst der Bauern. Es ist eine Show, die ihr abzieht. Wahnsinn! Also auf Huberts Pseudo-Volksnähe reagiert die Michaela mit Volkstümlichkeit. Das Ganze wird immer schriller. Also Michaela klingt mittlerweile wie die Ruth Leuwerig in ihren bewegendsten Szenen. Meine Bauern, ich stehe zu euch! Also die Bauern wollen Lösungen und kein Anbietern. Und es muss gerecht bleiben, Freunde. Die Jungen, die sich fürs Klima auf der Straße festkleben, die werden aus dem Boden rausgeflext und mit einem Fetzen A9 am Handgelenk eingesperrt. Aber ein Traktor ist auf der bayerischen Straße so unantastbar wie ein Rind in der 30er-Zone in Kalkutta. Im Ernst, wir wollen das von euch. Ihr sollt Lösungen präsentieren und keine Beatrix Eckli Silbereisen-Show. Im Ernst, wenn das so weitergeht, da räkelt der Hubert sich für einen Jungbauernkalender auf der Haube von einem Fendt-Geräteträger. Und dass die Grünen jetzt so lachen, das zeigt mir, dass ihr nicht wisst, dass ein Fendt-Geräteträger keine Haube hat.